Ja, die nächste Möglichkeit und jetzt ist der Treffer da. 5-6 Minuten nach der ersten Top-Chance, gefolgt von einer weiteren und der Torschütze. Der Neue, der neunmal für Alltag getroffen hat in der Aufstiegssaison und jetzt macht er im ersten Pflichtspiel seinen neuen Arbeitgeber, der Austria, seinen ersten Treffer. Martin Harrer bringt die Austria in Minute 23 mit 1-0 ins Spiel. Eingeleitet durch David De Paula, der durch die Mittelfeldreihe der Wiener Umwelt bedient und dann die Hereingabe perfekt für Martin Harrer, der nicht die größte Mühe hat hier in Führung vorziehen. Wow, look at that! Flash liquid gel. Oh, it has a nozzle that stops by itself, so nothing's wasted. Smaller than before, but with more power in every drop. So, free kick. Für die Austria auf die höhere Führung auf das 2-0 und der Treffer in Minute 38. Anything going in the box there, you see Beattie trying to feed off scraps and he can be a real menace to defenders. Wieder beteiligt an der Doppelpass. Da kommt der Ball sogar vom Gegner Grünwald. Gorgon scheitert dann, aber im zweiten Versuch ist Daniel Reuer erfolgreich. Harrer, der Versuch des Doppelpasses und dann legt ein Wiener Spieler, nämlich Mario Köpfel, den Ball Gorgon vor die Füße, der trifft nicht, dafür dann der mehr oder weniger alleingelassene Daniel Reuer. Ja, zu spät da Kevin Krisch dran, das sind einfach die Sekundenbruchteile, wie Reuer da ein bisschen schneller reagiert hat. They're the areas. Lässt er sich nicht entgehen. In the final third, close down defenders, make them rush. Einige zu halten, aber man müsste natürlich den Kader erweitern, aufstocken, ersetzen, was da weggegangen ist. Da müssen wir natürlich auch viele Amateure geben. So, der 3-0-Treffer, einer der schöneren Sorte in Minute 53. Es ist zu befürchten, dass eine Mannschaft, die mitten in der Vorbereitung steckt, körperlich zurückfallen wird. Die Aufgabe dementsprechend für die Austria immer leichter werden dürfte. Daniel Reuer macht mit sehr viel Übersicht dieser Ablage dann der Fehler von Dominik Rotter. Gorgon dabei und viel zu viel Platz für Daniel Reuer. Da wird er nicht attackiert, kann von ungefähr 20 Metern mehr oder weniger freistehend abziehen. Da kommt dann vermutlich der kurze Blick, ja, da war er, wo ist Platz, langes Eck, passt genau. Super gemacht von Daniel Reuer, sein zweiter Treffer an diesem Abend. So, leicht angeschlagen, der Kapitän der Wiener, Markus Speiser, seit Juli 2012 bei den Blau-Gelben. Also hier einer der Routiniers, wenn man so will, 58. Pflichtspiel für die Wiener am heutigen Abend. 26 Einsätze in der letzten Saison, kam von St. Pölten im Sommer von vor 2 Jahren und hat er 8 Jahre gespielt. Er ist dem Verein allerdings bevor der jetzige Austria-Coach Gerald Baumgartner dort Trainer wurde. Denkt der Vierte in der Luft und den macht Alexander Gorgon. That was a well-worked corner. People going into the box and just hier einmal mehr chancenlos. Guter Amberger, ihm kann man den wenigsten Vorwurf machen am heutigen Abend. Da muss er irgendwann spekulieren. Noch ein, zwei Schritte näher an Gorgon heran, um ihm den Winkel zu verkürzen. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Der versenkt dann den Ball
staubtrocken. Surprising, because he gets in good position. Paula, wenn ich es richtig gesehen habe, in die Tiefe. There's a lot of selfish work for unselfish work for other players. Maybe should think that I'm. He needs to be called for a sin patch because Devaney was finding acres of space inside the penalty area and there was no one around. Denny Corcoran. Well, the champions hat sich da durch was auch immer irritieren lassen. Günther Amberger und dadurch kommt auch Roman Kinas noch zu einem Treffer. 5:0. Knapp 80 Minuten auf der hohen Warte gespielt. Quickly looked as though he was anticipating a little bit of contact which didn't come and in the end it runs through to Dean Delaney. Was eine Geste zeigt, er hätte da gerne einen Foul gehabt. Ein bisschen behindert von Martin Harrer, so wie es ausgesehen hat. Ja, da ist ein bisschen nah dran am gegnerischen Keeper, aber da braucht man nicht viel diskutieren bei diesem Spielstand. Keine spielentscheidende. Header was too easy at the back post there, though. You know, it wasn't really a clever free kick. It was a bit of movement. Ja, wunderschöner Treffer, ganz exakt versenkt. Alex Grünwald, den Ball im langen Kreuzeck zum 6:0. Das halbe Dutzend ist voll auf der hohen Warte. Need to keep possession of football now, St. Pat. Der Sieg geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung für eine klar überlegene Austria. Roman Kinast, anspielbar, zeigt ja auf, will den Ball haben, fordert ihn. Ja, auch in dieser Situation gut zu sehen. Die Wiener nicht mehr in der Lage, die Löcher zu stopfen, nah genug am Mann zu sein, auch in diesem Fall nicht, obwohl es der neue Mann war, der noch spitzig genug sein sollte. Ahmed Babadostu kommt auch zu spät, um ihn hier am Abschluss zu hindern. And looking for that midfield three to really drive zeigt forward. Seine Klasse. Chambers, Lynch, Bolger, really Ball elegant ins lange Kreuzig schlänzt zum 6:0. Das Ganze wenige Minuten vor dem Ende dieser Partie. Und da haben wir einmal Baumgartner, den neuen Mann auf der Kommandobrücke des Austria-Schiffs, wenn Sie so wollen. Ist erst mit 40 Jahren Trainer geworden, also sowas wie ein Spätberuf.